Noch bevor der Untersuchungsausschuss am 2. März tagen wird, steigt die Nervosität. In den Oppositionsparteien glaubt man, dass die ÖVP aus der Koalition aussteigen könnte, um den U-Ausschuss abzudrehen. Neue Chats und auch die Sideletters könnten kurz und noch aktive Politiker in Nöte bringen. In diesem Zusammenhang fand am Mittwoch eine Pressekonferenz der FPÖ mit dem Fraktionsvorsitzenden Christian Hafenecker unter dem Titel Chats in Schwarz und Weiß statt. Dabei sprach Hafenecker unter anderem die Gläubmüller-Chats an, aber auch die Chatnachrichten der Landeshauptfrau Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner, die höchst fragwürdig seien. Und des Weiteren sprach er auch eine Facebook-Gruppe namens Ärzte versus Covid-19 an. Die Art der Kommunikation sei schockierend und sei eine Vorgehensweise, die inakzeptabel sei. Die Opposition wird am Donnerstag Ermittlungsaufträge erteilen, auch an den Rechnungshof. Der Untersuchungsausschuss will erfahren, wie es im Kanzleramt unter Sebastian Kurz abgelaufen ist. Der Untersuchungsausschuss tagt am 2. März.